Servus, Ladies und Gentlemen und die, die es noch werden wollen. Wir reden heute über ein Tool, das ein bisschen kontrovers ist. Mehr gibt es gleich dazu. So, Mädels und Burm, hier haben wir das Tool, ihr seht es hier. Was macht das? Ja, eins vorweg. Es ist kein Cheat, es ist kein Hack, also es macht nichts irgendwie was Unrealistisches, was nicht möglich ist. Alles, was das Tool macht, ich kann es am besten erklären, ist mehr oder weniger ein Automatisierungstool. Wenn du zum Beispiel ein Keyboard hast, so wie meins, wo du Makro anfertigen kannst, dann drückst du einen Knopf und der ändert alles, was du halt haben willst oder schreibt dir oder macht, was du willst. Das Tool macht im Prinzip genau das selbe. Du sagst dem Tool, was er wann, wo zu tun hat, das macht es. Nicht mehr, nicht weniger. Du hast nicht mehr Speed, du hast nicht kürzeren Bremsweg, du hast nicht, also es gibt ist nichts anderes, wie wenn du es selbst steuern würdest. Also, wenn du das Tool startest, dann sind wir mal hier. Ich habe das gemacht, du klickst hier auf Set Sample Config, dann macht er hier alles, was hier standardmäßig eingeben ist. Musst du ATC neu starten, falls du es gerade am Laufen hast, damit es ja, stimmt. Aber ihr seht ja hier, also Traktionskontrolle erhöhen, ist B, Banner ist D, DC Cut rauf ist E und so weiter. Wenn ihr auf Manager klickt, hier auf Brand Setup habe ich schon was vorbereitet, hier auf Edit, dann wählst du das Auto aus, das du fahren möchtest dort. Select. Mir, wenn du auf Green zum Beispiel bist, also auf grünen Strecke, ist hier alles, das ist alles Standard eingestellt. 6er Traktionskontrolle, 6er ABS. Und Bremsbalance auf 58. Hier auf Optimum gehst, da habe ich schon was eingestellt. Da benutze ich auch 6er TC und 6er ABS. Und Bremsbalance zum Beispiel 49,8. Checkpoint 2 haben wir 5 TC, Checkpoint 3 haben wir 2. Hier wieder 5 und Checkpoint 5 haben wir wieder 2. Hier sind die Checkpoints. Hier Checkpoints sagen aus, wann das Tool gewünschten Fehler ausführt. Also ich habe das jetzt so eingestellt, also ich habe jetzt an der Bremsbalance nichts verändert, aber jetzt, aber Traktionskontrolle habe ich verändert, je Checkpoint, wie ich es halt gern hätte. Und ja, das ist alles. Wenn du was verändern willst, also wenn du sagst zum Beispiel, okay, Checkpoint 3 brauche ich nichts machen, also wenn du da nichts haben willst, machst du dir Sackerl weg, dann macht er auch nichts mehr. Das ist weg. Wenn wir was haben, dann bleibt das hier. Was kann das Tool noch? Du kannst zum Beispiel jetzt kopieren, du sagst, okay, das, was du auf Optimum hast, hättest du jetzt auch gerne auf Grün, in der grünen Strecke. Klickst du hier auf okay, zack, hat er grün, hat er kopiert. Was er noch machen kann ist, zum Beispiel Session Fuel. Du sagst, okay, du willst jetzt dafür fürs Rennen alles übernehmen, nur alles ein bisschen höher, weil vielleicht die Strecke noch nicht so gut befahren ist, dann machst du plus 1 und dann macht er alles höher. Zum Beispiel auch später für lange Rennen halt, also Endurance Rennen, kannst du sagen, okay, ab, wenn zum Beispiel der Tank zu 50% leer ist, dann sagst du ihm, okay, du willst jetzt die Bremsbalance ein bisschen höher haben, überall. Dann macht er überall 1,2 zum Beispiel Punkte nach oben. Ja, was ich noch sagen wollte, was wichtig ist, da steht App Auto Switches to Track für. Das heißt, wenn ihr Strecken gekauft habt oder Auto, dann geht in ATC, also ihr startet das Tool, ihr geht in ATC, wählt ein Auto und eine Strecke und das Tool wechselt automatisch in die dafür vorgesehene Strecke und Wagen und ihr braucht euch um nichts mehr zu kümmern. Das Tool ändert an den gewissen Checkpoints die Daten, die ihr eingestellt habt und das war's. Es wird euch verbessern, also wenn ihr das vorher nie gemacht habt, Bremsbalance, ABS oder so umzustellen, dann werdet ihr damit natürlich ein bisschen schneller sein, als wenn ihr das nicht macht, ist eh klar. Aber im Prinzip kann das jeder selber machen, am Lenkrad habt ihr genug Knöpfe und Einstellmöglichkeiten. Ich mit Maus und Tastatur hätte es nicht, aber ich benutze es trotzdem nicht, weil, wie gesagt, ich habe es euch vorher erklärt, ich will gut sein, weil ich gut bin und nicht, weil irgendein Tool mir geholfen hat. Ist ein Tool für volle Leute, sage ich mal. Ja. Gut, Burschen, das war's auch schon wieder. Ich glaube, viel mehr gibt es zu dem Tool zu sagen. Ja, wenn ihr natürlich freischalten wollt,
einfach hier auf Unlock klicken und dann zum Beispiel auf Unlock Tracks. Seht ihr hier, also eine Strecke für alle Autos kostet 3 Euro. Wenn ihr alle haben wollt, alle Strecken mit allen Autos, sind 40 Euro hier drauf. Dann kommt der Browser hoch und ihr könnt die Daten nachher hier eingeben. So, das ist das Tool. Nicht mehr, nicht weniger. Also es ist ein Automationstool. Es ist kein Cheat, kein Hack. Du hast nicht mehr Grip, du bist nicht schnell auf der Geraden. Also es ist, wie es ist. Ich finde es persönlich jetzt nicht so schlimm. Manche sagen, okay, das geht gar nicht. Es kann jeder benutzen, wie er es will. Ich selbst benutze es nicht. Ihr werdet es auch in meinem Stream sehen. Es wird sich nie irgendwelche Zahlen verändern, ohne dass ich den Sprachbefehl oder mit Kopfnicken oder irgendwas den Befehl dazu gebe. Ist halt einfach so. Ich brauche das nicht. Ich will euch zeigen, was man alles machen kann mit Maus und Tastatursteuerung. Und das ist halt wirklich einfach mein Skill, den ich habe oder eben nicht. Und ich benötige so eine Software nicht. Ich habe nie Cheats benutzt. Ja, ich habe es einmal angeschaut und probiert, weil ich mich mal interessiert habe. Aber ist sowas wirklich möglich? Aber ich benutze sowas nicht, weil ich es einfach nicht. Also ich will, wenn die Leute sagen, oh, boah, der kann gut fahren, dann sollen sie es sagen, weil es so ist, weil ich gut fahren kann und nicht, weil irgendein Tool dafür verantwortlich ist. Also gibt ja gerade im Moment in dem E-Sport-Bereich viele Situationen, Formel 1 zum Beispiel, dass viele E-Sportler irgendwelche illegalen Tools oder Hilfsmittelchen benutzen. Also ich brauche sowas nicht. Entweder bin ich gut, weil ich gut bin, oder ich bin es halt nicht. Daher wünsche ich euch noch einen schönen Renntag. Wir sehen uns auf der Strecke oder im Stream. Oder beides, wie ihr wollt. Macht's gut, bleibt brav, sexy und anständig. Sehen und hören uns.